ja, die schöne Welt des Mittelalters. Ja, doch. Nur ein Trottel eigentlich. Na, also. Klick, klick, klick. Okay, hab schon verstanden. Was willst du von mir? Besessenheit, Berufe. Der Zustand von meinem geliebten... Ist er denn Asiate? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. Aber heißt so. Sehe ich, wo er geboren wurde? Okzitanisch. Nee, ist ein Franzose. Ein Schotten? Nee. Ja, jedenfalls, er ist besessen. Versuchen wir ihn mal den Dämon auszutreiben. Was? Die Macht des heiligen Gegenstands wird ihn retten. Swabian Mail? Hä, was für ein Ding? Ne, lieber irgend so ein Kraut. Soll was rauchen. Ich hatte noch gar keinen Thron. Lol, ich dachte, ich habe schon einen Thron gehabt. Lol, okay, das ist ja wieder komplett lost. Dann bauen wir nochmal eine Stadt. Aber ich dachte echt, dass wir schon, naja. Das war wahrscheinlich irgendwas anderes. Mordverhinderer Familienbande, echt? Habe ich schon wieder. Scheiße. Neffe und Ratsverwalter. Naja. Warum wollte ich ihn jetzt töten? Ich habe jetzt wirklich auf 5 Minuten vergessen, warum ich ihn töten wollte. Warum wollte ich ihn denn töten? Okay, der ist nett. Erstmal begnadigen. Ja. Naja. Wird schon seinen Grund haben, warum ich ihn töten wollte. Er ist sogar Ratsverwalter von jemandem. Was hast du gemacht, um dir meinen Zorn aufzuerlegen? ...60% gut, 40% schlecht, 50% nichts, 50% gut. Ja, geil. Ja. Ha. Ha. I like it. Tochter erlernt Sprache, das ist ganz toll. Gott, wie alt werde ich wohl? 60, 70? Vielleicht sollten wir auch mal nebenbei... Das wäre nicht gar nicht so dumm. Nochmal höhere Qualität. Steckt 450 in Metallschmiede-Inspiration. Einfach so. Dass ich mir wieder die Anspannung in den Arsch schieben kann. Gottes Gnadentum war das, was ich eigentlich wollte. Ich glaube, wir machen erst die zwei unten und dann das Gottes Gnadentum. So, in 4 Monaten geht's los. Wir sind auf alle Fälle an sich auf dem Papier deutlich überlegen. Mein Herz krampft sich zusammen, als ich sehe, wie meine geliebte Tochter Gertrud mit leerem Blick in die Umgebung starrt. Wieder einmal verwirrt und ohne jegliches Anzeichen, irgendwas wiederzuerkennen. Ihre ersten Schritte tat sie genau in diesem Viertel, doch das ist lange her. Die vielen Jahre, die sie als Geisel in der Fremde verbrachte, müssen Erinnerungen aus ihrem jungen Geist getilgt haben. Noch einmal schaut sie sich um und seufzt. Ich dachte, sie ist glücklich. Sie wird zum Beispiel Bayern erben. Aus irgendwelchen Gründen wird sie Bayern erben. Wieso wird sie Bayern... Ah, ach so, klar, ja. Sie wird Bayern erben? Sagt mir das doch einer, dass die Dame Bayern erben wird. Feine Dame. Hat er keine andere Erbin gehabt? Lol. Nein. Nein. Jetzt hat er ein Kind auf die Welt gebracht. Muss ich wahrscheinlich auch noch ein Kind ermorden.
Heute läuft wieder richtig. Mal kurz die Abfolge von Bayern angucken, nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Ja. Er hat echt eine Tochter gedroppt in der letzten Sekunde. Ah, das bedeutet, dass er... Ja. Er hatte zwei Kinder. Ihn und sie. Und er ist mit 35 schon gestorben. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das ist eigentlich... Naja, nebenbei beginnt der Kreuzzug. 145? Schön. Bring it on, baby. Oh ja. Ich glaube, man sieht, dass wir in Goslar jetzt einen wichtigen Moment erreicht haben. Da zimmern wir gleich die Grobschmiede mit rein. Das Schwabentum. Und das bedeutet auch umgekehrt, dass du... Nee, nicht Kulturfördern. Entwicklung mal wieder. 7 Jahre für eine Stufe. Ah, das ist nicht so gut. Ich bin richtig pumped, Alter. Wir können Bayern erben. Wir haben Kreuzzüge. Hofgenie Michael hat eine Inspiration. Oh, ne. Ne, das will ich nicht haben. Hier. Viel Spaß mit dem Ding. Okay, wir sind mit allen im Krieg da unten. Aber ich würde sagen, wir landen einfach mal direkt an der Küste. So. Müssen halt gucken, dass der möglichst schnell stirbt. Nicht, dass der seine Frau nochmal schwängert. Die sind im jungen Alter immer sehr paarungsfreudig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das würde ich ja gerne unterbinden, dass sie zu paarungsfreudig werden. Wer führt denn den Kreuzzug eigentlich an hier? Michael der Beherzte von Haus Berlichingen. Berlichingen. Ah, das ist schlecht. Dann nehmen wir... Ne, wir lassen das. Da ist mir das Risiko zu hoch, dass es schief geht. Mal kurz Geld ausgeben. Und Anspannung abarbeiten. So. Erste Provinz haben wir schon mal erfolgreich gesnackt. Ja, wir haben jetzt natürlich so viel Belagerungsgerät. Diplomatie pro Ruhmstufe 1. Ich glaube, dass das gut sein könnte. Aber... Ja. Also ich glaube, dass das auf alle Fälle besser ist. Aber das werden wir nicht... Das machen wir zum Regal. Zu dem Regal. Ah, schön. Also machen wir zu einem Regal. Das Ding... Neu schmieden. Ja, komm, geh weg. Nee. Schachfiguren habe ich auch einen. Ja, komm, mach mal auch weg. Scheiß auf. Was wir jetzt machen ist... Konvertieren. Und dann packt man nämlich das Ding. Natürlicher Schrecken 6, Meinung mächtiger Vasall. Natürlicher Schreckenszuwachs 30%. Weniger Anspannungszuwachs, Prestige pro Schrecken 0. Oh, Prestige. Oh. 1,3 Prestige nochmal. Verfolgungseffektivität, gegnerische Todesverluste. So. Und das Ding. Bekanntheit, Meinung von Dynastie, Frömmigkeit, Prestige. Packen wir auch noch mit rein. Kann ich das? Eins müsste ich nochmal abreißen. Diplomatie, Lebenswandel brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Ne, nicht reparieren. Vernichten. Und dann setzen wir hier das Ding ein. Auch wenn das nicht wirklich sinnvoll ist.
So, die Axt nochmal upgraden. Schreckenswag 40. Noch mehr natürlicher Schrecken. Noch mehr mächtiger Vasallen. Warum habe ich so wenig? Ich mir jetzt irgendwie mehr vorgestellt. So, machen wir hier weiter. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. 120. Ah, bei so viel Truppen haben wir schon wieder gar nicht mehr. Machen die denn den ganzen Tag? Da unten sammeln sie sich. So, der ist schon mal tot. Jetzt muss ich nur noch das Töchterchen umbringen. Das ist halt blöd jetzt hier, ne? Hatte gutes Omen. Ach komm, das Kind wird eh sterben. Was, verliert Fortschritt? Nee, habe ich mich echt verklickt, oder? Ah, shit. Ich kann ja nicht mal argumentieren, dass ich sie umbringe, weil sie ein Mädchen ist, weil ich bin ja selber eine Frau. Ah. Shit. Da fangen sie mich jetzt echt ab, oder? Aber ist gar nicht so schlimm, weil jetzt kann ich nämlich Warscore ansammeln. 40.000 Mann! Da hat es mir gleich einen Diplomaten weggehauen, ne? Heieiei. Das ist zwar jetzt nicht so nett. Wir haben trotzdem relativ guten Warscore schon. Streit in Burgund hat niedrige Haltbarkeit. Scheiß drauf. Ding ist eh scheiße. Okay. Probieren wir noch mal eine Rüstung. Hoffen wieder aufs Beste. Metallschmiede-Inspiration. Ich will keinen beeindrucken. An sich ist es ja irrelevant, weil sie total wurscht ist. Ist ja quasi ein kostenlosen Freund, den man bekommt, ne? Okay, wir haben einige Hofgenies. Wo kommen die auf einmal alle her? Der ist leider nur durchschnittlich, aber durchschnittlich ist immer noch besser als gar nichts. Hofhenker. Kein Höfling erfüllt die Eigenschaften. Hm. Kriegst du nochmal ein Geschenk? Um sicherzustellen, dass er mich auch wirklich beschützt. Wir belagern einfach weiter. Ah, verdammt. Ah. Ärgerlich. Warte mal ganz kurz, was? Also sie gehört jetzt zu uns, also es gehört jetzt hier, ne? Gehört zu unserem Haus. Weil sie gehört nicht zu unserem Reich. Blöde Ziege. Ha. Ha, schade. Habe ich jetzt ein bisschen unbeliebt gemacht? Kleines bisschen. Ich war eh schon unbeliebt. Könige passen alle. Wie viel Tyrannei habe ich? 80, Alter. Ja, das ist... Das sieht fast ein bisschen nach... wir haben den Krieg gewonnen aus. Meine Tochter herrscht nun über Badajoz. Oder Badajoz, oder wie auch immer das Ding heißt. Wünsche dir viel Spaß. Alter, 34. Er ist sofort ein Boost gab, ey, geil. Der Krieg war zwar verlustreich, aber trotz allem, es lief gut. Freie Besitztümer, da baut er schon. Stellt er da hin, steht da freie Besitztümer, dann ist es gar nicht frei, ey.
Betrug. So, Goslar, dann bauen wir dir hier noch Windmühlen hin. 17. nein, nicht niedriger. Wieso denn niedriger? Oh, lecker. Ich sitze über den Hauptbüchern, in denen die Abgaben meiner Vasallen eingetragen sind. Die Zahlen stimmen nicht. Diese betrügerische Gräfin Denis hat mich zum Narren gehalten und zu wenig bezahlt. Äh. 20.000 Prestige. Wir haben auch mega viel Frömmigkeit, ne? Das Ding ist nur, wir sind noch, ich glaube, das Problem ist, wenn wir das machen, also wir könnten es jetzt machen, aber der Papst würde halt hart ausrasten. Ich glaube, dafür sind wir noch zu schwach. Wir müssten erst noch ein bisschen expandieren. Krieg gegen die Tyrannei von Königin Gertrud, oh Gott. Keine Angst, Töchterchen. Kann ich nicht machen. Okay. Helfen wir ihr mal, komm. Ob das klappt, werden wir jetzt dann gleich sehen. Höhere Qualität, jawohl. 15.000 Mann. Ich habe nicht das Gefühl, dass es reichen wird. Snack muss noch mal ein paar... Oh, Alex, sind die teuer, Alter. So, nochmal 5.700 Mann. Kurz zusammenschließen. Dann gucken wir mal. Minus 14. Shit. Das ist nicht so toll. Das war nicht so toll. Oh, legendär und berühmt. Sehr gerne. Legendär und berühmt. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Erst kommt gar keiner. Und jetzt kommen alle auf einmal. Noch mehr Söldner, so wie es ausschaut. Windesweges. Kurz in Ulm chillen. Neu sortieren. Papst, ich brauche Geld. So. Du wirst begnadigt. Ich weiß noch nicht, was du gemacht hast, aber so schlimm wird es nicht gewesen sein. Ja, ja, ich komme doch schon in den... Jetzt hat die den nächsten Krieg am Laufen. Was macht denn die, Alter? Ist ja schlimm. Aber die haben alle so viel Truppen. 2800. Nochmal Elite-Söldner mit reinschmeißen. Ob das was bringen wird, wird man sehen. Oh. Dämonenschwelle. Dämonenschwelle. Sorry. War irgendwie lustig, trotz allem. So. Ein Dynastie-Modifikator. Schrecken oder Tyrannei. Attraktivität. Dynastie hätte ich mal gesagt. Widmungen sind völlig überschätzt. Jetzt verlieren wir die Schlacht auch noch. Wir verlieren echt jede Schlacht. Das geht mir voll auf den Sack.
Warum denn, Leute? Hm? Muss doch nicht sein, wie ich persönlich finde. Aber scheinbar, ja. Auch jedes Mal die Verluste noch mit dazu. Gibt's nicht. Echt? Schaut's euch an. Hübsch. Das auch? Aber das geht mir auf den Sack. Also, das gibt's doch nicht. Das ist doch scheinbar schon. Also, ist doch echt, das ist doch eine, wirklich eine Frechheit. Die gefällt mir echt besser. Das ist genau die gleiche, mehr oder weniger, die ich jetzt schon habe. So, wann können wir das wieder machen? 11:38, dann können wir das wieder umswitchen. Kann denn der so ein Trottel sein? Oh. Mein einziger Vorteil ist, ich habe so krass viele Soldaten und Söldner, dass wir so viele Truppen wieder jedes Mal... Oh, jetzt gewinnen wir. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Meine ganzen Ämter sind auch in der Zwischenzeit frei. Das ist so ein bisschen eine Säuberung, die hier aktuell durchgeführt wurde, muss ich sagen. Oh, hervorragend. So. Jetzt haben wir denen kurz gezeigt, was ich von ihnen halte. Nichts. Versorgungsschwelle 12.000. Ist das eine Einerprovinz Regensburg? Ist ja auch voll dumm eigentlich, ne? Eheliche Anschuldigung. Ich bin überrascht, meinen Gemahl beim Umherschleichen in meinem Studierzimmer vorzufinden. Dem Ausdruck auf sein Gesicht nach zu urteilen, ist er wegen irgendwas aufgeregt. Ich dachte, ich brauche eine Weile, um ihn davon zu überzeugen, seine Sorge mit mir zu teilen. Mein geliebtes Wesen, ich muss euch gestehen, dass mich Hamza schwer gedrängt hat. Ich trage den Gedanken nicht, mich weiter in der Nähe dieser ungehobelten Person aufhalten zu müssen. Selbst nachdem ich die Einzelheiten mit ihm im Vorfall besprochen habe, bin ich mir unsicher, was ich von dieser ganzen Angelegenheit halten soll. Eine gute Kaiserin sollte zwar immer zu ihrem Kaiser stehen, doch ich werde das Gefühl nicht los, dass er irgendwas von mir nicht erzählt hat. Halt die Schnauze einfach. Extravaganter Schwindler, hä? Huh? Eigentlich traurig, wenn diese ganzen Stats überlege, die wir eigentlich haben. Und dann kommt so ein Idiot bei raus. So, ich glaube, ich muss denen helfen, weil ich glaube, die werden gleich hart, ja. Auf die Schnauze bekommen. Habe ich gerade nochmal retten können. Und wir gehen wieder zurück. Oder? Ne, wir bleiben da. Die Schlacht haben wir auf alle Fälle gewonnen. Belagerung ist auch durch. Versuchen sie wieder Regensburg zu belagern, aber jetzt fangen wir an zu saufen. Und damit kann ich sogar leben. Ja komm, 19.000 Mann, Alter, mach jetzt keine Faxen. Wir werden die Schlacht ja wohl nicht verlieren, oder? Kann die Alte aber schön lutschen nachher, du, das sage ich euch. Für das, was ich hier gerade mache. Ich habe den ja quasi indirekt den Krieg gewonnen. Und wenn sich meine Vasallen zanken, ist mir das tatsächlich relativ wurscht. So, plus 12. Plus 65. Jetzt kommen die schon wieder an, Alter. Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Das ist ja schon richtig krankhaft. Die ganzen Söldner laufen jetzt leider auch gleich wieder aus. Ah, Untertaner pressen. Einen Titel verkaufen. Wir müssen ja auch wieder bauen, das dürfen wir auch nicht vergessen bei dem ganzen Schauspiel.
So. Plus 77. Armeestärke 6,5. Das ist so ein teuer erkaufter Sieg hier dann nachher, ne? Belagern wir mal das Ding nebenbei. 85, 92. Jetzt jagen die wieder, die Regensburger da oben. Keine Angst, ich bin gleich da. 100. Herzlichen Glückwunsch. Ist nur echt dumm, dass ich wirklich vergessen habe, dass ja nicht ich dann erbe. Also indirekt schon, aber direkt leider nicht. Ich hätte gerne Bayern gehabt. Wir haben es jetzt indirekt, ja. Wie ist die Erbfolge? Ich finde es schade, dass sie es nicht annimmt, nur weil sie Königin ist. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.